Das ist echt Ja. krasser Fahrradfahrer. Mit dem Fahrrad? Bist auf jeden Fall der Beste. Bin ich definitiv der Beste. Ich bin mit dem Fahrradfahren der Beste. Herzlich willkommen zu Folge 3 von GTA San Andreas. Und wir sind immer noch auf Twitch. Und wir haben einen Special Guest für Folge 3, nämlich den Lukas, der auch schon GTA San Andreas Erfahrung hat. Und die würde euch heute definitiv erzählen, habe ich gehört. So. Ich habe jetzt gehört, wir sollen uns jetzt einen neuen Haarschnitt machen. So, um das Spiel zu speichern, Alter, diese Steuerung auch, ne? Total ungewohnt. So, um das Spiel zu speichern, nimm das Disketten. Alles klar. Ist eigentlich selbsterklärend. Wir gehen hier in diese Diskette rein. Spiel speichern. Nehmen hier den ersten Spielstand. Möchtest du es wirklich speichern? Möchte ich gerne. Speichern erfolgreich. Wir machen weiter mit okay. Und dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier in unserem Haus, wo wir ja bereits in Folge 2 drin waren, wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir dann sehen. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umschauen. Was haben wir denn hier so? Ein schönes Schlafzimmer. Was haben wir hier noch? Da gibt's eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Alles klar. So, und lasst euch im Übrigen nicht von der Kameraführung ein bisschen irritieren, weil das ist alles noch absolut neu für mich. Ich gebe ja auch nicht mehr mit R2 Gas, sondern mit X. Also das ist alles ein bisschen, Ich glaube, naja. ich kann es umstellen. Echt? Kann ich das umstellen? Weiß es aber nicht genau. Naja, aber dann ist es kein Oldschool-Projekt mehr. Von dem her lasse ich es mal. Und wir haben ja gehört, wir sollen uns einen neuen Haarschnitt besorgen. Wo ich dann natürlich absolut sage, jo, machen wir. Wir werden uns einen neuen Haarschnitt besorgen. Geht zu Ryder, er wohnt ein Stück die Straße herunter. Ja, das kleine Stück werden wir auch noch laufen können. Drücke L1, um den Anruf auf dem Handy entgegenzunehmen. Wenn du auf 100% spielst, ne, dann mach früher die Graffitis und Feuerwehr. Also jetzt in der Stadt, wo du gerade bist. Okay. Also wir haben es vor, auf 100% zu spielen, definitiv. Weil wenn du die Feuerwehrmission machst, bist du feuerresistent und das wird dir sehr helfen. Was man damals noch für ein Handy hatte, ne? So, wir haben jetzt hier diese Kamera. Wie wechsle ich eigentlich die Waffen? Ach so, so. Ja, eins, oder? Ach, guck mal. So ziele ich und kann ein Foto machen. Ich bin absoluter Privatdetektiv. Ach, guck mal, ich wechsle die mit R2. Alles klar, und wir gehen jetzt zu Ryan. Was hat der Ryan so für uns? Oder Ryder? Ich kann dir mal sagen, wenn du nur auf 100% spielst, es gab einen YouTuber, der hat das in unter 100 Folgen geschafft. No homie love, no huh? Und der hat gestern gerechnet, dass es 200 wären. Hey man, what you strapped for? Ich werde es gefühlt in 2000 Folgen nicht schaffen, aber okay. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. Aber es gibt ja hier noch spezielle Orte, wo der steht, dass du zum Controller anschließen kannst und dann kannst du Let's mit jemand go, anderem bitch. spielen. Ja, geil. Show me how they drive on the So, East Coast, homie. Ich habe jetzt gehört, wir steigen jetzt erstmal in Riders Wagen und fahren jetzt endlich mal Radiosender zu wechseln. Kann ich das auch ausmachen, das Radio? Da, machen wir erstmal das Radio aus. So, wir fahren jetzt nämlich zum Friseursalon. Mit Viereck bremst man sogar. Das ist so ungewohnt. Wahnsinn. Aber egal, kriegen wir hin. So. Wie die uns alle schon loswerden wollen, ne? Alter. So, und hier ist der Friseursalon. Den haben wir doch mal dezent gefunden. Sehr schön. Da ist es ja auch so, dass du da nicht wirklich wie in GTA 5 zum Beispiel den wirklichen Wegpunkt setzen kannst, sondern du musst halt den Weg Also selber finden. kannst halt schon einen Wegpunkt setzen, aber Straßen, wie du fährst, musst du halt selber raussuchen. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Und schauen mal, mit einer freshen Friese werden wir das schon hinbekommen.
So, stell dich in die Markierung, um dir die Haare schneiden zu lassen. Mach ich doch glatt. Alter, alles klar. Karls Frisur kostet 50 Mücken. Ich kann es mir mal ansehen. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen die Haare an hier. Ziegenbart. Absolut hässlich, Alter. Afro. Geht gar nicht. Geht gar nicht, so ein Afro. Okay, das geht sogar. Kurze Bürste. Ich glaube, ich ehrlich gesagt, ich bleibe bei Karls Frisur. Das ist eigentlich ganz standardmäßig. Wir werden ja noch ein bisschen hier in GTA San Andreas verbringen an Zeit und von dem her werden wir uns noch so ein bisschen damit beschäftigen können. Ja, würde ich gerne beenden jetzt, weil wir haben noch ein bisschen was vor in dieser Folge. Beziehungsweise heute jetzt hier auch auf Twitch. Habe ich gehört. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Geil. Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Gut. Mit dem Pizzaladen war mit einer der besten 10. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht. Geil. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Jawohl. Oder kotzt. Oder kotze. Drücke L1, um die... Aha, guck mal. Oh, guck mal, Sexappeal. Guck mal, man konnte sogar ein Sexappeal haben. Was denn das? Alter. Alter, was war das? Absolut nur ein Stuhl auf den Schwanz von meinem Hund gerutscht. Dein armer Hund, Alter. Stell dich in die Markierung, um eine Pizza zu kaufen. Machen wir doch. Ah, oh, schön oldschool, Digga. So. Benutze den Ding, um dein Essen auszuwählen. Man konnte sich ja auch mehrere, also man konnte sich auch verschiedene Sachen auswählen, also verschiedene Menüs zum Beispiel. Und das hier ist zum Beispiel die Weichei-Portion, ja, mit Pommes, Cola und einer Pizza. Das kostet dann aber auch halt nur 2 Dollar. Deswegen gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Double Deluxe kostet aber auch schon 5 Dollar. Das ist dann so eine Pommes, eine Pizza, was soll das sein? Dann ein Salat mit Chicken Wings oder so, dann noch ein Softdrink. Dann haben wir hier noch, oh, eine Riesenpizza mit Pommes und einem Softgetränk für 10 Dollar. Mal sehen, wie weit das hochgeht. Dann gibt es ja auch nur einen Salat für 10 Dollar. Und dann sind wir auch schon wieder beim normalen. Ich weiß schon, welches wir nehmen werden. Und zwar 10 Mal. 10-mal jetzt nicht unbedingt, aber wir werden das hier nehmen mit der Pizza, mit dem Salat und dem Pommes dabei. Das kostet dann ganze 5 Mücken. Kann man mal machen. So, wir haben uns jetzt eine Pizza gegönnt. Plus Salat. Etc. pp. Was passiert jetzt? Ja, er meint es zu ernst mit seiner Knarre. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! LOL! Weißt du, man will sich nur eine Pizza bestellen. This pizza parlor's no pushover. Was ist los bei ihm, Alter? Er meint halt. Jo, er meint zu ernst. Take you back to the Grove, motherfucker. So, dann sollen wir sie wieder zurückbringen. Also ich muss mich echt entschuldigen nochmal, weil ich muss mich absolut noch an die Lenkung und Steuerung und alles mögliche nochmal wieder neu dran gewöhnen. Das geht gar nicht. Und hier bin ich auch mal aktiv falsch gefahren. Gott sei Dank, dass ich der Polizei da jetzt gerade hinten nicht in den Arsch reingefahren bin.
ich werde das schon, wir kriegen das schon hin. Wir sind hier ein bisschen in GTA San Andreas, definitiv. Das dauert noch alles ein bisschen. Das dauert noch so ungefähr 500 Folgen, bis wir das haben. Und somit sind wir dann auch schon wieder da und bringen den Ryder zurück. Gut, wir haben sein Auto ein bisschen kaputt gemacht, aber juckt uns am Ende ja nicht. Als ob, Alter, dieses kleine bisschen kannst du noch laufen. Als ob ich ihm da wirklich bis zu dem Punkt fahren muss. Das ist doch absolut lächerlich. Drop by and see Sweet. You've been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Und wieder nur Respekt, keine Kohle. Kann man mal machen, oder? Wir könnten jetzt natürlich die letzten 10 Minuten. Wir könnten uns jetzt natürlich direkt wieder in die nächste Mission stürzen, aber das wäre jetzt zu leicht. Deswegen werden wir uns jetzt mal hier kurz Ryders Auto schnappen. Und schon mal so eine kleine. Obwohl, nee, warte mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich keine 10 Minuten für diese nächste Mission brauchen, oder? Es sei denn, es ist die Mission. Will ich das machen? Ja, komm, wir machen das. YOLO-Modus. So, wir starten die nächste Mission und dann in der. Danach die Folge. In der danach die Folge. Ich habe heute wieder bestes Deutsch am Start. Werden wir eine kleine Stadtrundfahrt machen. Mal sehen, was wir da machen können. Ich hab dir übrigens eine Karte mit den ganzen Graffitis geschickt. Hab ich gesehen. Ich gucke mal. Und auf dem Haus, bei dem Haus, wo ich Basketball spiele, auf dem Haus ist eine Mini-Uzi. Lustig, jetzt war das mit den, da sollte ich jetzt keine 8 Minuten für brauchen, oder? Wo du drinnen wohnst, da drauf ist, Spieling, so. Ah, thought you hang with your brother, huh? Spieldose. Wir haben gerade eine Spieldose bekommen, wir sollen jetzt erstmal schön, die Dinger besprühen. Sweets Wagen, wir sollen da schön reinsteigen. Und dann wollen wir da jetzt mal einmal kurz hier Radio aus, weil ich halt auch nicht weiß, wegen Copyright und so, mach ich mal lieber aus. Wir sind einfach mal bei Rot über die Ampel gefahren, juckt die Polizei einfach auch nicht. Gib dir einen Tipp, wenn die Bullen in der Nähe sind, nämlich nicht spulen. Nichts, okay. So, da sind wir auch schon beim ersten Ding, was wir übersprühen müssen. So, drücke R1, um das Graffiti anzuvisieren und Kreis, um es zu übersprühen. Alles klar. Müsste ich verstanden haben. So, das heißt, wir werden jetzt hier zu den Graffitis gehen. Hallo. Ich hab jetzt schon Bullen am Hals, mein Handy. Hast du auch absolut neben dem Bullen gespielt, der da stand? Wo ist denn jetzt das andere Graffiti-Ding? Über die Mauer da. Ah, über die Mauer drüber, alles klar. Und dann ist es da auf der Seite. Komm, Klappe. So, zack, ab ins Auto. Zu den nächsten Graffitis. Wir machen das jetzt einfach mit der Polizei am Hals. Tut mir einfach auch nicht. Gott, es ist so ungewohnt. Ne? Ich wollte gerade absolut mit L2 rückwärts fahren. Ich freue mich schon, wenn du das erste Mal 6 Sterne hast. Wenn die Panzer kommen und so. Ich werde absolut überfordert sein. So richtig schön oldschool. Mach mal Platz hier. Aber die Panzer werden dich nicht anschießen, weil die haben keinen Bock. So, wir sollen das jetzt hier alles regeln, während er dann in eine andere Gegend verschwindet. Wir sehen das jetzt hier an. Bam! Übersprüht. 4 von 100 Graffitis, also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, definitiv. Also wenn wir das dann so über
die Zeit übersehen, können wir die auch immer wieder übersprühen. Das sind Ballas Gangmitglieder, gekleidet in Lila. Sie sind eure Erzfeinde. Wisst ihr was? Da kenne ich jetzt nichts. Da gehe ich jetzt hin und sprühe die voll. Hallo. Bam, da kenne ich auch jetzt einfach mal nichts. Und wieder Bullen. So, hier, wenn den Typen, den sprühen wir auch nochmal voll. Übersprüht hast, dann kriegst du an deinem Haus Waffen. Die spawnen immer. So. Lass jetzt abhauen. Hallo. Spring halt rüber. Dankeschön. Bedeutet, dass ich das Ziel. Okay, das bedeutet also, dass das Ziel etwas weiter oben ist. Nämlich genau hier zu finden. Hi, Marvin. So, 6 von 100 übersprüht. Easy. Na, werden wir abgeholt. Finde ich gut. Dann wollen wir jetzt einfach nochmal in Stu's Wagen steigen. Juckt uns jetzt auch einfach mal nicht. Wir springen jetzt einfach runter. Boah, das Steuerung, Alter. Steuerung ist absolut too much. So. Wir werden jetzt wieder zurückfahren. Alter, die Steuerung ist so schlimm. Das ist so schlimm, die Steuerung. Ich komme da absolut nicht drauf klar. Das ist auch für deinen Twitch absolut zu viel gewesen. So, und geschafft. Sag ich ja, dafür brauchen wir keine 8 Minuten. War doch klar. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Twitch hat auch einfach get yourself a beer or something. Ja gut, wir sehen uns später. Jawohl, $200 plus Respekt haben wir bekommen, finde ich gut. Und wir haben jetzt eine fucking Sprühdose, kann man mal machen. Und wir könnten jetzt auch schon direkt die nächste Mission starten, aber ehrlich gesagt, ja, werden wir jetzt erstmal Folgendes machen. Erstmal ins Telefon gehen. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're yo, watching it's in you. Case whatever you say, bitch. Ja, also... Mit dem Gesetz haben wir es persönlich dann jetzt auch nicht so, muss ich ja einfach mal sagen. Was wir jetzt immer machen werden ist, boah, die Steuerung ist so schwammig, ne, das ist so schlimm. Boah, ey. So, was wir jetzt machen werden, nochmal zum Ende der Folge hin, einfach Folgendes. Wir werden jetzt speichern. Oh ja. So, Spiel speichern. Und dann werden wir hier natürlich den lieben Big Smoke einmal überschreiben. Zack, überschrieben. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal so ein bisschen Just for the Lols rumcruisen und mal ein bisschen schauen, was wir so machen können. Das war's für heute. Haut rein. Bis dann. Ciao.